Ja, dieses Blam, Blam, Blam. Hallo und herzlich willkommen zu Part 3 von Donkey Kong. Und Yes ist gedrückt. Der Forest wird verlassen und jetzt kommen wir auf das Schiff. Ganz cooles Level, ist wieder ein bisschen kürzer. Mal schauen, vielleicht geht sie auch mehr diesen Part aus. Hier jetzt vor allem diese Seile wieder als Mechanik eingebaut. Und hier will ich hoch. Also da ist direkt wieder was gezeigt, dass man was sowas anwenden muss. Und für sowas bin ich zu ungeduldig. Oh. Und ich wusste, dass das passiert. Das war so klar. Okay. Und nochmal von vorne. Achso, ich war nicht weit genug in der Mitte. Zack, zack, zack. Schneller, Stein. Ach, komm schon. So, den brauche ich dort, weil die Zeit reicht eh nicht, dass ich dort runter könnte. Die Zeit reicht eh nicht, dass ich dort runter könnte und diese Plattform, nicht Plattform, um diese, ja, diese, dieses Blam, 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 Brett, Boden, diesen Boden nutzen zu können. Boden. Und ja, darum muss ich den Typen halt drüber lassen, weil der kann mir eh keinen Schaden machen, der beschützt mich halt irgendwie vor den Steinen. Gib mir das. Ah, die Krabben, genau, die machen den Arm so lang. Ich weiß es und lass mich trotzdem erwischen. Okay, also das, ich denke mal, wir kriegen Probleme, das in ein Paar zu kriegen. Ich glaube, die Krabben konnte ich auch nicht abschießen. Komm, Krabbi. Ach, da ist ja das Tür schon. Was wollte ich denn da unten? Fuck. Habe ich die Tür gar nicht gesehen. Ich dachte, die wäre ganz unten rechts irgendwo. Entschuldigung. Hört man das eigentlich? Ich trinke gerade nebenbei. Weiß ich nicht. Muss ich später mal reinhören. So, hier war das so. Den Typ muss ich erstmal da rauslassen. Wenn ich so stehen bleibe, dann werde ich richtig cool zerquetscht. Ich werde aber überleben. Und darum müssen wir da so hin. So, jetzt habe ich natürlich nicht aufgepasst. Da oben sind mehrere Tore. War das links oder rechts? Das war das zweite von links, oder? Scheiße. Oh, okay. Ja, das ist auch in einer anderen Welt später, wo es immer mehrere Tore gibt, und da muss man aufpassen, wo am Anfang die Schreie rauskommen, damit man auch zum richtigen rennt, weil so wie hier, wenn ich jetzt links, wenn das irgendwo auf der rechten Seite gewesen wäre und ich wäre nach links mit dem Schlüssel gegangen, ja, dann wäre sich das nächste Mal ausgegangen, dass ich, da hätte ich einen Schlüssel erst wieder despawnen lassen müssen und hätte ihn neu holen müssen. Ich meine, das war jetzt in dem Level kein Aufwand, aber später das eine oder andere Mal wird es ein Aufwand werden.
So. Nein. Oh fuck, oh fuck. Puh. Das habe ich gesehen, Donkey Kong. Arbeitest du gegen mich? Dreh. Danke. Hört sogar auf mich. Im Tor, jetzt könnt ihr mich so schön zerquetschen. Aber er kommt nicht an den Schalter ran. So, 6 Leben dazu. Schade, 1 Punkt mehr und ich hätte 2 Punkte mehr und ich hätte ein 7. Leben bekommen. Es ist halt unten immer die Zeit aufgelistet und die addiert zusammen ergibt meine Punktzahl. Und das ist schon ordentlich, was man da ein Leben bekommt. Ich wüsste nicht einen Durchgang, wo ich mal Probleme mit den Leben hatte. Auch nicht, als ich das ganz klein gespielt habe. So. Hier konnte man auch... Genau. Ich bin so faul da, das ganze... So, geht doch. Das ganze Ding nachzulaufen. Und geschafft. Ich weiß gar nicht, wo man da rechts lang kann. Ich gehe immer nur diesen Weg. Keine Erinnerung, was da rechts mich erwarten wird bei der Stage. So, das ist das. Ich kann sowohl hier als auch da rechts nicht die, ja, dieses... Warte, aber das brauche ich trotzdem. Also ich kann es mir nicht hier hinsetzen, um da die Tür, die Leiter benutzen zu können, weil genau auf diesen Feldern kommt so ein Geräusch. Der ist nämlich blockiert, weil überall, wo die Items waren oder sie hinkommen können, da ist Ende. So, den brauchen wir auch, damit diese Typen da aus dem Weg sind. Oh, ich war mir gerade nicht sicher, ob ich das untere links angesetzt habe. Aber dann ist eh cool. So, das hier ist beim Schalter. Da müsste ein Typ sein, der mich zerquetscht, genau. Der lässt mich da durch. Nein! Hier, komm. Danke. Habe ich das jetzt zugemacht? Oh Mann. Okay, war aber eh richtig hoch. Der muss mich nämlich da durchschieben. So, Leiter kann ich nur hier setzen oder ganz links in der Wand, weil sowohl rechts, da wo ich es jetzt weggenommen habe, bei dem Block, als auch bei dem Schalter kann ich es nicht setzen. Setzen schon, aber ich kann hier in dem Spiel nicht an Leitern ranspringen und das heißt, ja, es muss den Boden berühren, damit ich sie benutzen kann. Warum auch immer. Und das geht sich nur an den anderen beiden Punkten aus. Und dann sind wir bei Donkey Kong. Oh ja, ein bisschen größere Welt. Na, hole ich mir.
Boah. Wenn die mich von der Seite erwischen, mich trotzdem hin. Und geschafft. Jo. Dann beende ich wieder mal den Part. Ich hoffe, es hat dir wieder gefallen. Was heißt wieder? Ich hoffe, es hat dir irgendwann mal gefallen und du bleibst dran in der Hoffnung, dass es mal wieder gut wird. Ja. Jetzt wird noch kurz das Springen gezeigt. Ah, genau. So war das. Da ganz im Hinten. Da ganz im Hinten. Im Hintergrund ist übrigens der Turm, der später noch mehrmals zu sehen sein wird. Das ist der Ort, wo Donkey Kong hin will und das wird immer mal wieder so ein bisschen angedeutet. Jetzt noch sehr weit in der Ferne. Ist richtig cool. Und ja, das Schiff, soweit hätten wir jetzt abgeschlossen. Und ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal auch wieder davor hängst. Und ja, bis zum nächsten Part. Ciao.